Die Taz wird ab 2025 nur noch als digitale Ausgabe erscheinen. Soll keiner sagen, dass ich nicht auch mal gute Sachen verkünde. Ich finde das hervorragend. Die Tagesschau versucht daraus etwas Innovatives zu basteln, denn das wagen andere Herausgeber, andere Verlage ja noch nicht. Also die Taz wagt es. Nein, diesen harten Schnitt muss die Taz machen, weil doch keine Sau mehr diesen Kram lesen will, den die da absondern. Ja, ein winziger, harter Kern eben der Leute, die unser Land regieren und ihre verschwindend kleine Anhängerschaft, die sich dann gegen den demokratischen Willen des Volkes zusammenschließen, zu Koalitionen der Verlierer eigentlich. Und so kann ich nur sagen, dies ist ein guter Tag. Auf diese Nachricht werde ich mir gleich einen Kaffee brauen.